Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Donnerstagmorgen-Marktbesprechung heute. Wir sehen es hinten dran. Gold verliert weiter am Glanz. Das schauen wir uns mal direkt an. Dann haben wir die US-Staatsanleihen mal wieder auf der Uhr die Druck auf den Nasdaq bringen. Das heißt, wir hatten gestern schon die Frage zum Nasdaq. Ich habe mich gestern mit dem einen oder anderen Händler unterhalten und die sind schon wieder long gegangen im Nasdaq und haben am Abend dann gesagt, ach Herr Jemine, was ist denn da schon wieder los? Alles wieder abverkauft, die ganzen Breakout-Versuche kommen momentan definitiv unter. Die Räder. Das heißt, heute schauen wir uns mal ein bisschen genauer noch die kleineren Trendverläufe für den NASDAQ an, äh, um dort mal aufzuzeigen, wo man sich sinnvollerweise je nach eigener Handelsstrategie auf die Lauer legen sollte. Weil, ich sag mal so, für einen kurzfristigen Swing im NASDAQ nach oben ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Ähm, aber das ist meine bescheidene Meinung. Aber das ist die Lesweise, die ich vom Index habe. Kurzfristig kann man einiges immer mal machen. Ähm, deswegen heute und ganz hier im Detail der Spruch oder der Blick in den NASDAQ rein. Ansonsten gilt wie immer hier. Liken, Leute, einfach jetzt zur Maus greifen oder mit dem Finger auf den Like-Button klicken für die Videos hier, egal ob auf Facebook oder nachher entsprechend ähm, auf dem YouTube-Kanal. Klicken hilft der Welt zu zeigen, was wir hier schönes machen. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was wir hier hinten im Hintergrund stehen haben. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit kommen wir dann schon mal zu den Nachrichten äh, und einer Situation im GfK-Konsumklimaindex, wo man echt sagen muss, <laughs> oh Mann, Leute, das ist echt total tricky. Was hier in Deutschland zurzeit abgeht, äh, seitens der ganzen äh, Covid-19- bzw. Lockdown-Geschichte ist echt tragisch. Ich will hier nicht politisch werden, an dieser Stelle, das liegt mir fern. Ich möchte aber zeigen, dass die, sage ich mal, äh, Gesellschaft äh, dem Ganzen auch ein bisschen müde wird und das sehen wir unter anderem hier am Konsumklimaindex. Die Zahl ist zwar grün, ja, die Zahl ist zwar auch besser ähm, als das, was die Analysten erwartet haben äh, und die Zahl ist auch besser als das, was wir im Vormonat haben. Aber pff, Leute, ähm, das macht alles, ähm, aber es zieht mich nicht hinterm Ofen vor. Ich will euch mal zeigen an dieser Stelle, äh, worauf es mir hier ankommt, und zwar einfach mal ganz kurz entsprechend ähm, der Blick in äh, die Grafik hier äh, zum entsprechenden ähm, Index hier hinten dran. Das ist der GfK Konsumklimaindex, den wir in Deutschland haben. Wartet, ich mache das Bild mal ganz kurz groß hier ähm, an dieser Stelle und ähm, guckt euch mal an, wo wir sind. Das ist alles hier vor Pandemie gewesen, wie hoch wir da waren ähm, und jetzt, wo wir wo wir immer noch rumdümpeln. Wir kommen einfach nicht äh, sozusagen hier über die Nulllinie drüber. Wir bleiben immer wieder äh, unter Null. Es geht mal ein Stück weit nach oben hier im letzten Jahr im Sommer dann, wo es ein bisschen besser geworden ist, wo die Lockerungsmaßnahmen kamen. Ja, da haben wir es gesehen. Ähm, tja, und danach, dann war schon wieder Ende, Schluss aus hier. Da ging nichts mehr. Äh, und das ist halt äh, eine Sache, wo ich sage, ah, das ist schwierig zu sagen, äh, wie es hier weitergehen soll. Äh, die Leute geben einfach kein Geld aus. Aus äh, oder die Konsumstimmung, beziehungsweise auch das, was in den Köpfen vorgeht, ist momentan echt eine angespannte Lage. Wir können froh sein, dass entsprechend die Arbeitslosigkeit bei uns in Deutschland nicht zu groß ist, dass noch Geld da ist. Und wie schon gesagt, ich habe das äh, beim einer der letzten Sendungen auch schon mal gesagt. Wenn ich mich äh, hier mit ein paar äh, Ökonomen, beziehungsweise nicht Ökonomen, sondern äh, Unternehmern in der Region unterhalte, die auch Restaurants haben, die sagen schon, die Lage ist extrem angespannt. Die sagen aber auch, also bei denen selber ist sie extrem angespannt, die sagen aber auch, zumindest hier bei uns äh, so im Ort, die, die Leute kommen schon und bestellen auch mal Essen zum Mitnehmen und sagen aber auch allesamt zum Beispiel, Ach, wenn ihr wieder aufmacht, wir kommen, wir bleiben bei euch, wir freuen uns schon, wenn wir draußen wieder sitzen können und so weiter und so fort. Das, das merkt man, die Leute wollen auch und das ist was ganz, ganz Positives, was man nicht vergessen darf. Aber dieses Hin- und Her Hergeziehe, das belastet halt und sowas merken wir dann bei den entsprechenden Konsumklimaindizes, die wir hier auch uns immer wieder anschauen. Dann am Laufe des Tages bekommen wir noch ein paar Informationen rund um Notenbanken mit Blick auf den Schweizer Franken heute um 9 Uhr den Zinsentscheid der Schweizer Notenbank. Da erwartet man nicht wirklich Neues. Ein niedriger Zins, der niedrigste hier, äh, den wir in dem Reigen der Zentralbanken haben, minus 0,75 Prozent. Aber das Wichtige wird sein, was die Notenbankchefs hier oder was die Notenbank an sich beschließt, auch zum Thema Umgang mit dem Schweizer Franken, Umgang äh, mit dem Thema, ähm, ja, wie geht man denn mit den aktuellen Wertungen oder Bewertungsänderungen im Schweizer Franken um? Also hier Stichpunkt Interventionen. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen. Ähm, wir gucken uns nachher mal beispielsweise das Währungspaar US-Dollar-Schweizer Franken an, nur um mal zu sehen, was geht. Euro, Schweizer Franken geht da natürlich auch. Frage in die Runde hier. Wer mag an dieser Stelle hier ähm, Leute rein? In die Chats sagt mir, ob ihr lieber Dollar-Schweizer Franken oder Euro-Schweizer Franken haben möchtet. Das sind ja die Geschmäcker immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber wenn ich da eine Info bekomme, warum nicht? Ne? Ansonsten heute ein paar äh, Reden, auch seitens Notenbankern. Das hatte ich ja am Anfang der Woche schon gesagt. Wir haben äh, Frau Lagarde heute wieder dran. Es gibt ein paar Reden von FOMC-Mitgliedern, die wir haben. All das ist wichtig äh, für die entsprechenden Währungen, auch, auch wenn natürlich äh, die FOMC-Mitglieder hier in den USA nicht die Tragkraft haben, zum Beispiel wie ein Paul, aber man, man hört dort immer mal so ein bisschen auch zwischen den Zeilen und wenn dort plötzlich etwas kommt, was wirklich wichtig für die Märkte ist, dann wird der Markt darauf auch reagieren. Deswegen sollte man das immer so ein bisschen im Kopf haben, nicht übertraumatisieren ja an dieser Stelle, aber im Kopf haben, das ist an dieser Stelle wichtig. Ansonsten, wir bekommen 1330 das BIP aus den USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Auch da wissen wir, das Thema Arbeitsmarkt ist für die USA wichtig. Ich hatte ja auch schon gesagt, nächstes Jahr erwartet man hier eine Vollbeschäftigung. Seitens der Regierungsriege um Biden. Und das ganze Thema ist natürlich extrem wichtig, auch für die Wirtschaft, für die Wirtschaftsstützung. Nicht, nicht umsonst geht man ja in den USA dieses Jahr von einem deutlichen, deutlichen, deutlichen Wirtschaftswachstum aus. Viel, viel weiter als das, was wir hier in Europa sehen. Und das ist auch der Grund. Moment, da muss ich gleich mal noch kurz was anderes zeigen. Das ist auch der Grund, weshalb, weshalb, weshalb hier an dieser Stelle, bitte mal kurz hinschauen hier schaut mal wer das wen das interessiert ich habe ja hier auch immer mal äh, die Zinsen auch auf der Uhr ähm, und äh, was ich hier habe ich blende das gleich mal noch in groß ein an dieser Stelle äh, habe ich mal den Blick auf die US Rates wer das einfach finden kann ich zeige ja an dieser Stelle auch immer mal wie man sich das Leben als Trader einfach machen kann Market Watch ist eine Seite die schaue ich mir sehr sehr häufig an ähm, hier haben wir die Rates und da haben wir die US-10-Year-Rates, also die, die sind die 10-Jahres, die sind die, äh, ähm, vergleichbar mit den 10-Jahres-Bundesanleihen äh, und die steigen deutlich weiter an, die sind jetzt bei 1,624 äh, und diese Ansteige machen natürlich auch dem Nasdaq richtig Probleme. Ne? Wir, wenn ich das mal ganz kurz anschaue hier und mal kurz auf 6 Monate gehe, da sehen wir, wo die Problematik ist und das ist halt einfach schwierig und immer dann, wenn die Zinsen ansteigen, wird das für den Nasdaq schwierig und ähm, eine Sache, die ich an dieser Stelle mal noch zeigen möchte, ist die die Schere zwischen Deutschland 1,624 in den USA nur minus, jetzt habe ich das Minus fast unterschlagen, bitte entschuldigt, minus 0,35 hier bei uns in, 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 in Deutschland, die 10-Jahresanleihen. <laughs> Das ist doch irre. Das ist ein Gap ohne Gleichen. Und ähm, das ist halt heftig. Aber ähm, das ist momentan äh, hier der Stand der Dinge. Äh, und mit dem müssen wir einfach leben. Äh, und das werden wir auch tun. Das bekommen wir hin. Dafür haben wir dann entsprechend ja auch immer wieder unsere Handelsideen. Und zum Thema der Handelsideen äh, gehen wir jetzt gleich auch in die Charts rein. Es ist übrigens auch eine kleine Entscheidung gefallen. Ich habe eine Rückmeldung bekommen. Ich hatte hier die kleine Umfrage gestartet. Was wird lieber gesehen? Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar? Schweizer Franken. Es gab eine Antwort, Tata, das Votum US-Dollar, Schweizer Franken. Schauen wir uns an dieser Stelle gleich mit an. No, hier haben wir noch den Australdollar äh, hinten im Hintergrund äh, gerade noch mit da. Mache ich gleich mal groß. Wir schauen jetzt allerdings zunächst auf den Goldpreis. Und das ist ein Thema. Äh, ja, viele, viele äh, Menschen sagen sich ja immer: Gold, Gold ist äh, der sichere Boden. Das brauchen wir. Zur Absicherung. Wenn man sich diesen Chartverlauf hier anschaut, fragt man sich, wo ist denn der Absicherungsgedanke hier an dieser Stelle momentan hin? Wir sehen es den Goldpreis hier mal im Wochenchart seit dem Hoch letztes Jahr im August geht es einfach nur noch nach unten. Wir sind hier oben im Hoch äh, über der Marke von, 2007, äh, von 2070 Punkten gewesen. Das Hoch war glaube ich äh, 2075 Dollar. Ähm, ja, äh, das Thema hier an dieser Stelle ganz, ganz klar. Wir haben einen validen Abwärtstrend auf Wochenbasis momentan. Ja, der ist nicht wegzudiskutieren. Deswegen haben wir den auch auf Tagesbasis. Ich habe jetzt allerdings den Goldpreis mit Absicht mal im Wochenchart reingelegt, weil wir hier an dieser Stelle ein sehr, sehr interessantes Bild haben, wie ich finde. Und das sieht man halt schön auf Wochenbasis. Und zwar, wenn wir uns das mal anschauen wollen, zum einen freue ich mich mal wieder, dass die Charttechnik so gut geklappt hat. Wir hatten darüber gesprochen wichtige Auffangbereiche, die wir haben. Das sind gerne Zwischentiefs aus äh, hier, diesen äh, vorherigen Trendkorrekturen. Also hier Bewegung, Korrektur, weite Bewegung. Und diese Bewegung hier ist so extrem weit gelaufen, dass es halt untergeordnet passiert ist, dass es hier einen Abwärtstrend gibt. Auch der auf Wochenbasis. Das heißt, wenn man sich mal ganz klassisch die Chart-Technik anschaut, ist der Aufwärtstrend der Woche hier weiterhin intakt. Äh, das ist, wie es ist. Aber der aktuelle Trend, also dieser große Trend hier, das ist quasi eher das, was wir auf Monatsbasis sehen, ne? das hier, das ist dieses große Verhalten hier, der ist intakt, der korrigiert, ja? das sind die ganz, ganz großen Einheiten, das ist für uns äh, Traderinnen und Trader natürlich absolut, absolut äh, irrelevant, ne? aber ähm, was halt interessant zu sehen ist, ist diese Konstellation des Zusammenspiels zwischen diesen verschiedenen Zeiteinheiten, dass wir einfach sehen, wir haben hier schön in der Woche den Trend auch nach unten laufen, wir sehen hier schön den Bewegungs der Woche. Das Zwischentief haben wir hier unten gehabt, äh, in, in diesem Auffangbereich bei ähm, 1685 Zählern hier unten irgendwo. Jetzt sind wir zwei Wochen in die Korrektur gegangen, schon mal ein bisschen schnuppern gegangen hier oben in diesen Ausbruchsbereich bei 1765 äh, US-Dollar für die Feinunze. Und jetzt kommt der Markt da nicht mehr so richtig ran. Wenn wir uns das Bild jetzt anschauen, wissen wir, was jetzt kommt. Schafft der Markt es nicht hier oben drüber, dann müssen wir die Unterseite angehen. Und jetzt kommt, warum ich auf dem Wochenchart draufschaue sollte dieser Support hier unten nicht halten, ist der Weg frei, freier Fall sozusagen, bis runter 1445 ist der Auffangbereich hier unten. Da ist viel, viel Luft, da kann einiges an Dynamik kommen. Und das ist schön zu sehen, denn wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf der Tagesbasis anschauen, ähm, dann sehen wir sehr, sehr, sehr schön, wie hier die aktuelle Situation ist. Wir haben nämlich hier ähm, an dieser Linie äh, natürlich unten einen leichten Boden. 1724 ist der Drehbereich. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir mal in den Untergeordneten, also noch eine Zeiteinheit tiefer reingehen. Was wir noch sehen ist hier an dieser Stelle, hier haben wir auch schön den Bewegungsarm, der schön nach unten trendet. Und jetzt sehen wir hier den kleinen Aufwärtstrend, das ist der Bewegungstrend für die Korrektur, also der korrektive Trend sozusagen, ne? Und da sehen wir hier unten, der hat hier einen einen Auffangbereich und wenn der nach unten wegbricht, dann ähm, ja, dann geht's los, dann haben wir eine Umkehr und diese Umkehr wird dann bestätigt und dann ist der Weg nach unten zunächst erstmal im Kurzfristbereich Richtung Auffang. Hier 1676 US-Dollar haben wir das Tief da unten gehabt, das wäre mal der Auffangpunkt auf dieser Seite, ne? Nach oben hin sollte dieser Support hier halten, wird es interessant, da haben wir halt die Level. Oben das kleine Zwischenhoch 1755 und dann schon der dickere Support bei 1765 da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da einfach drüber marschieren sollte. Der Markt dort drüber marschieren, wäre das nächste Anlauflevel hier oben, dieses kleine Zwischenhoch aus dieser Abwärtsphase hier, grob um den Bereich von 1815 US-Dollar für die uns Und jetzt mal kurz noch der Blick in die kleineren Zeiteinheiten hier mal in die Stunde reinzusehen und da sehen wir das, was ich gerade auch gesagt habe, hier schön der korrektive Trend nach oben. Also das hier ist schön, was nach oben läuft, aber pff, es wird halt momentan langsam ein bisschen eng. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Der Markt bildet hier auch ein Dreieck momentan aus. Hier an diesem Punkt. Ne? Wir sehen es. Ähm, die Händler fangen immer früher an äh, zu verkaufen. Ähm, und jetzt haben wir hier unten quasi eine etwas flachere verlaufende Seite aber wir sehen es der Druck kommt von oben und wird immer wieder aufgefangen hier unten noch an diesem kleinen untergeordneten Support wenn das wegbricht ja dann haben wir hier äh, einen Abwärtstrend den skizziere ich gleich mal noch mit damit wir das besser sehen können und dieser Abwärtstrend ist dann genau das dann läuft die Stunde wieder in Richtung des Tages und der Woche und das wäre dann das Umkehrsignal. Ne? Also, das, was wir jetzt dann sehen, sollten wir tatsächlich unten drunter durchbrechen, haben wir dann den Abwärtstrend und der hat dann zum Ziel zunächst erstmal auf dem Weg in den Support hier unten bei 1776 noch einen Aufhaltepunkt und zwar ist das dieses kleine Zwischentief und dieses kleine Zwischentief kommt aus dem übergeordneten Bereich oder vorhergehenden Aufwärtsschub, also aus diesem kleinen Trend hier und da hätten wir möglicherweise noch ein paar Absicherungsorte. Was liegen die? Durchaus dann entsprechend Druck in den Markt zur Unterseite reinbringen können. Also, all das wird sehr, sehr interessant äh, zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Und das hängt auch alles so ein kleines bisschen noch damit zusammen, äh, wie sich sozusagen entsprechend hier auch die, äh, die Futures verhalten in den Währungen. Das heißt, wenn der ähm, US-Dollar sich weiter nach oben entwickelt und schaut euch das mal an hier, was der US-Dollar macht, wir sehen es, das geht einher. Der US-Dollar wird stärker äh, und demzufolge schwächelt das Gold, weil Gold wird ja in US-Dollar bezahlt und wenn der US-Dollar stärker wird, ja, ähm, dann ist das sozusagen schlechter für das Gold. Was man momentan sieht, es geistert auch so ein bisschen durch das Medien- oder durch die Medienlandschaft, äh, Thema, was ist denn jetzt die Alternative zum Gold? Es ist nicht der US-Dollar, sondern momentan ähm, merkt man, es geht eher. Richtung Bitcoin. Mal schauen, wie lange sich das auffällt. Aber man sieht es halt wirklich sehr, sehr schön auch. Bitcoin geht runter, wenn Gold hoch geht äh, und Bitcoin geht hoch, wenn Gold runter geht. Das, das ist eine Korrelation, die funktioniert nicht immer. Aber ähm, das ist etwas, da fließt halt Geld hin und her und äh, es wird halt reinvestiert sozusagen in anderen ähm, Asset-Klassen. Äh, und das ist halt etwas, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Zumindest, wenn man sich die charttechnische Situation an dieser Stelle so ein bisschen ähm, ja, näher einmal betrachtet. Das der Blick in Gold. Wie schon gesagt, im ähm, größeren Bereich haben wir viel, viel Luft nach unten. Äh, das sehen wir schön im Wochenchart. Und im kurzfristigen Bereich, wie schon gesagt, haben wir es auch sehr, sehr schön. Ähm, Gerade gesehen, wenn wir uns die Stunde uns anschauen, äh, wenn es unten drunter wegbricht, dann haben wir ganz klar den Weg nach unten erstmal offen zum Support. Und das sehen wir hier. Ziemlich deutlich, wenn der Markt hier nach unten wegbricht. Und für diejenigen, ähm, die hier im, sage ich mal, extrem kleinen Bereich auch agieren möchten, möchte ich noch mal kurz einen Schritt runtergehen. Auch das äh, kommt immer mal an Nachfragen, äh, wie man sowas im Kurzfristbereich traden kann. Ähm, wir sehen hier ähm, ein Level. Ich ziehe mal ganz kurz eine Linie rein. Äh, das ist reinweg ähm, so ein bisschen psychologisch zu sehen, dieses Thema. Ja? Ähm, wir haben hier unten diese Marke so grob um die 1728. Und da sehen wir hier an dieser Stelle, ähm, die Farbe ist jetzt mal egal. Äh, wir sehen an dieser Stelle, hier gab es halt nach oben, hier gab es halt nach oben, hier ging es drunter, hier hat der Markt das Ganze gesucht, ein bisschen rumgewackelt, dann ging es wieder nach oben, drauf nach oben, drauf nach oben. Und da sehen wir schon ein bisschen, dass wir für das äh, kurzfristige Trading durchaus auch mal ein paar frühere Anlaufmarken haben, wo man sagen kann, okay, wo geht es denn jetzt hin? Wir kommen jetzt oben momentan auch von der von der oberen Trendlinie raus. Also hier die fällt ja nach oben äh, nach unten hin ab, deswegen das Dreieck an dieser Stelle. Und wenn wir hier durchaus Druck nach unten bekommen und jetzt mache ich etwas, äh, das wird der eine oder andere von mir sehr, sehr selten sehen, aber wir gehen mal atypischerweise äh, jetzt mal in den festhalten Minutenchart. Ja, das ist halt das, was für die, für die ganz kurzfristigen Trades wichtig ist. Ich muss an dieser Stelle allerdings das Ganze auch klein machen, ähm, denn äh, damit wir genügend Historie sehen, weil vom Kleinen aus heraus gesehen, sehen wir ja momentan, der Markt dreht von oben nach unten ab. Und was wir jetzt hier sehen ähm, an dieser Stelle, ich zeichne es mal ganz kurz ein. Moment, vielleicht kriegen wir es rein. Hier. Jawohl, schaut mal, das ist die Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben. Also mal aus dem Kontext kurz raus, nochmal in die Stunde. Das ist die Aufwärtsphase der Stunde. Und jetzt im kleinsten läuft die Stunde hier schon wieder runter. Also das, was wir jetzt hier sehen, wenn wir uns auf die Minute beziehen, ist der Abwärtslauf, den wir da haben. Dann haben wir jetzt hier den Trend nach oben laufen. Ich hoffe, man, 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 man kann mir hier im Kontext folgen. Also hier. Haben wir die Aufwärtsbewegung oben raus? Das ist das, was nach oben gelaufen ist. Und dadurch, dass wir jetzt schon hier nach unten gefallen sind, das heißt, schaut mal hier, das war die letzte Korrektur hier, das war der entsprechende Schub zur Oberseite hin. Und was jetzt passiert ist, wir sind unter dieses kleine Zwischentief hier unten drunter durchgefallen und das ist eine Information, die ist für die kurzfristigen Trader schon sehr sehr interessant. Wenn wir jetzt nämlich sehen, diese Bruchkerze sollte die eine Bestätigung zur Unterseite bekommen, dann haben wir gute Chancen hier zunächst erstmal runterzulaufen bis knapp an die 1728 ran und wenn auch das nicht hält, können wir uns weiter Richtung Support bei 1700 und 24 US-Dollar aufmachen und das kann sie jetzt mal im Minutenchart betrachtet. Da sehen wir schon, der läuft hier definitiv abwärts, ist in seiner Korrektur auch drinnen, ja. Also wir haben jetzt hier oben an dieser Stelle das letzte Hochliegen. Da oben sind wir reingelaufen, dann ist das hier der Bewegungsarm gewesen nach unten rein. Das hat dann zum Bruch der kleinen Aufwärtssequenz in der Stunde geführt. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle den Schub nach oben hier. Den kleinsten Widerstand überhaupt, wenn der auch rausgenommen wird, sieht es erstmal ein bisschen nach, nach oben aus. Aber wir haben ja jetzt die Unterseite. Und wenn es hier tatsächlich im Minutenchart äh, zur Umkehr der Gesamtsituation kommt, also hier ist ja die ist quasi die Aufwärtsformation. Mal schauen, ja, hier haben wir es. Also passt auf hier. Oben, wenn es hier weiter runter geht, sich halt dieser kleinste Trend nach unten weiter weg entwickelt. dann haben wir hier eine Chance der Umkehr, wenn wir das Level hier unten rausnehmen ähm, sollten und dann dreht der Markt wieder rum. Und das ist jetzt mal echt interessant zu sehen, was hier oben passiert, ob dieses Widerstandslevel tatsächlich hält, ähm, äh, was es verspricht, nämlich ein Widerstand zu sein. Wenn ja, haben wir gute Chancen hier unten reinzulaufen und der nächste Trend, der sich abwärts bildet, ist halt genau das, was wir brauchen, um nach unten zu laufen. Wer das Ganze hier tradet, da ist eins ganz klar, hier dieser kleine Trend setzt, sich fort, sobald der Markt hier unter dieses Zwischentief hier unten drunter läuft, dann haben wir die Fortsetzung und dann sehen wir auch, was kommt. Und das kann man ruhig in aller Ruhe entspannt auch traden, wenn wir das mal haben. Wenn sich das Ganze fortsetzt zur Unterseite hin, dann haben wir halt die größeren Anlaufpunkte hier unten und das wäre dann schön, die Umkehrsequenz, die wir hier sehen. Und das ja, braucht man einfach nur so ein bisschen zu beobachten und auf den eigenen, sage ich mal, Handelskontext, auf den eigenen Zeitraum entsprechend hier an dieser Stelle der definitiv zurückzunehmen, Das, der Blick in den Goldchart und damit gehen wir noch mal kurz zur Währung und zwar dem Währungspaar US-Dollar Schweizer Franken. Ich möchte dazu noch sagen, bitte unbedingt im Hinterkopf behalten. Heute haben wir die äh, die die Notenbank Sitzung in äh, in in der Schweiz, ja? das heißt, äh, die machen auch gleich los. In ein bisschen mehr als einer halben Stunde kriegen wir hier wirklich aktuelle Informationen. Aber ähm, was wir hier halt sehen, ist, dass der Markt halt wirklich ziemlich stark ansteigt. Wir sind hier jetzt drauf und dran. Zum zweiten Mal oder wenn man das mal auf Tagesbasis sehen möchte, einmal, zweimal getestet. Hier gestern ran gelaufen, heute sind wir schon wieder drauf. Wir sind jetzt drauf und dran, dieses Level hier oben zu testen, dieses ehemalige Verkaufslevel oder das letzte etwas größere Verkaufslevel hier oben um die Marke von 0,9375 hier fliegen wir weg, haben wir echt gute Karten, ein Stück weit oben reinzulaufen Richtung des nächsten größeren äh, Widerstands um die 95,30 beziehungsweise hier der kleine ähm, zwischen äh, das kleine Zwischenhoch hier um die Oui. Was haben wir hier? 0,94, 76 rum. Das ist schön, das, was wir sehen. Und jetzt ist halt das Interessante, was hier passiert. Wir haben an dieser Stelle einen stärker werdenden US-Dollar und einen schwächelnden Schweizer Franken. Das sehen wir sehr, sehr schön, wenn wir uns die Futures mal kurz anschauen. Das hier ist sozusagen der Schweizer Franken. Und wir sehen, wie schwach der ist. Und der ist jetzt hier unten halt auch in einem doch relativ interessanten Level angekommen, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und das hilft uns so ein kleines bisschen. Bisschen an dieser Stelle ähm, den, äh, den, den sag ich mal den kurzfristigen Werdegang äh, der ganzen Geschichte äh, mit zu beurteilen. Denn ähm, der Bereich, wo wir hier unten sind, ist schon ein guter Auffangbereich. Also das Level, was wir hier unten jetzt haben, wo wir hier reinlaufen, ja, schaut mal hier, das war hier drüben. Der Kaufbereich. Und das ist doch ein relativ wichtiger Bereich, den wir hier haben. Wenn auch der abverkauft wird, dann haben wir gute Karten, dass der Markt weiter nach unten läuft. Hier mal auf den Future bezogen, unter diese Marke rein. Hier und dann mal im Mittelfristbereich durchaus unten auf die Marke. Hier grob Richtung 102 unten drunter zu laufen. Da haben wir zwar hier auch noch ein paar andere Anlaufpunkte, aber... Das ist mal so die Schwächephase und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Trend nach unten fortsetzt, ist ja schon vorhanden. Jetzt ist allerdings die Frage: Das, was wir hier sehen, ist der Tageschart. Äh, das, was wir in den letzten beiden Handelstagen gesehen haben, ist so ein bisschen äh, das Thema Vorbereitung auf das, was auf der Pressekonferenz äh, der Schweizer Notbank kommt. Und wenn hier genau das geliefert wird, was der Markt erwartet hat, ist es nicht ungewöhnlich, dass man erstmal wieder einen Rückschnapper sieht. Das muss man so ein bisschen an dieser Stelle mit im Hinterkopf behalten, wenn man sich das Ganze entsprechend auch anschaut. Und das müssen wir auch hier haben. Wenn es tatsächlich einen Rückschnapper gibt, ja, dann würde ich einmal sagen, dieser Widerstand ist mal wieder das, was es ist. Ein Widerstand. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir schön hier oben wieder ein Umkehrmuster bekommen, so wie wir es hier haben und dann nach unten laufen. Das das heißt, für diejenigen, ähm, die jetzt diese Situation gut und gerne ähm, traden wollen, auch um die Schweizer Notenbank herum. Die legen sich jetzt bitte auf die Lauer und schauen, was hier passiert. Wird hier gekauft, haben wir gute Chancen, oben rein zu laufen. Zunächst erstmal hier, ich mache es jetzt mal im kleineren Bereich hier, also auf diese kleinen Zwischenhochs zu sehen, um die, naja, ich sag mal so über, über, in die Marke, in die Richtung 0,94 oben rein, ja, das äh, nach oben hin. Nach unten hin. Schön den Trendverlauf hier zu sehen. Ne? Wir sehen es ja, wir haben ja schön den Aufwärtstrend, das ist der Bewegungsarm und das letzte Stückchen, was wir von hier unten nach oben bekommen haben. Äh, das ist mal so der Anlaufpunkt, den wir da haben zur Oberseite hin. Wartet, jetzt muss ich das mal ein bisschen kleiner machen, das stört mich hier visuell ein bisschen, äh, wie das ausschaut und deswegen mache ich das jetzt einfach mal anders. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal an ähm, im kleineren Chart. Das heißt, wir gehen mal eben in die Stunde rein, damit wir nur mal sehen, was hier gewesen ist. Schaut mal, das kommt von unten nach oben rauf und dann mal. Schießt der Markt wie irre an dieser Stelle zur Oberseite rein. Aus rein charttechnischer Sicht sieht das ganze Ding ja auch äußerst bullisch aus. Ne? Wir haben hier oben ein schönes Dreieck liegen, was nach oben ansteigt. Also von unten sehen wir, die Kurse kommen hoch, der Druck kommt von unten und der Markt bricht gerade nach oben aus. Das ist echt hochinteressant. Und rein aus der Erfahrung heraus, wenn wir so starke Anstiege direkt vor der Notenbanksitzung sehen, gibt es danach immer erstmal einen Rückschnapper. Wie schon gesagt, die Oberseite hatte ich ja gerade erklärt. Erklärt. Thema Rückschnapper ist halt interessant, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen. Das heißt, wir haben ja jetzt hier diese Formation. Was wir in dieser Formation auch sehen, ist hier dieser, dieser Schwungbereich, den wir hier unten drunter drinnen haben, wo der Markt rangelaufen ist und sofort wieder hoch. Das ist hier so grob die Marke um die na, was haben wir hier liegen? Moment, wir ziehen mal kurz die Linie hoch hier, zack, dorthin. Also, ich sag mal so grob um den Bereich äh, 93, 50 in etwa rum. Ne? Wenn es dort drunter geht, ähm, da hat der Markt ja die letzten, ähm, sage ich mal, Versuche, die Unterseite anzugehen, immer wieder mit Käufen reagiert. Wenn das aber plötzlich durch einen Rückschnapper abverkauft wird, äh, dann können wir uns schön nach unten auf die Lauer legen, wo wir Gewinne mitnehmen können. Also, wenn wir hier tatsächlich oben rumdrehen, jetzt gehen wir mal in den 5-Minuten-Chart rein, damit wir auch mal die entsprechenden ähm, Zwischentiefs der trendigen Situation hier sehen. Das ist dann nämlich interessant und da haben wir nämlich die Lows aus der Aufwärtsbewegung, die sehen wir hier sehr, sehr schön und die liegen halt hier auch relativ eng beieinander. Das heißt, hier könnte es wirklich dann eine relativ gute Kaskade nach unten gehen Richtung des nächsten Auffangbereichs. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen im Chart, dann können wir eindeutig mal identifizieren hier die Lage, wo wir tatsächlich schön nach oben raufgegangen sind. Und das ist nämlich hier unten dann dieses, dieser, dieses Bereich, dieses Level um die äh, 0,93, äh, was haben wir hier, 1,50 bis 2 liegen. Also das ist ein interessanter Bereich, äh, den wir hier durchaus haben, der anlaufbar ist, wo das durchaus dynamisch hochging. Ne? Die Dynamik kam ja von hier unten raus. Aber für das Kurzfristige ist es durchaus zu sehen, wenn wir hier drunter rutschen, Moment, das wollte ich gar nicht runternehmen, also hier unter dieses Level, wenn wir hier drunter rutschen, ähm, dann haben wir gute Karten erstmal durch eine starke Gegenbewegung, wenn die kommen sollte, unten reinzulaufen. Und das, was wir tatsächlich auf der Unterseite sehen, sind dann halt die kleinen Zwischentiefs, wo wir die Auffangpunkte quasi haben, äh, wo wir durchaus die ein oder andere Order ähm, erwarten können. Und das wäre mal hier solche Level, wo wir sehen, der Markt ist jetzt nicht nur einmal kurz dran gespiked, sondern er hat ein paar mal drauf gehalten hier grob die ähm, 0, 93, 37 in etwa rum, ähm, dann hier schön die Aufwärtssequenz, die wir hier drüben gehabt haben. Also hier sind auch sehr sehr enge ähm, Stop Level, die wir hier dran haben unten, das könnte durchaus schön eine Kaskade dann geben, wenn da tatsächlich die Stop Orders liegen, ritt nach unten hin in den Auffangbereiche um die 09316. Also das wird echt sehr 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 interessant, äh, was hier kommen kann. Wie schon gesagt, auf die Lauer legen, ähm, ganz genau hinschauen. Es wird mal spannend zu hören zu sein, was der Markt bzw. die Notenbank hier sagt zum Thema auch möglicherweise Stabilisierung entsprechend äh, der, 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 der Währung. Ähm, weil der Schweizer Franken bewegt sich ja schon seit einiger Zeit ziemlich stark äh, in diese Richtung. Und ähm, das ist etwas, äh, was die Notenbanken hier an dieser Stelle ähm, in der Vergangenheit zumindest äh, nicht ganz so gerne gesehen haben. Ne? Wenn wir uns das auch mal ganz kurz anschauen hier im Tageschart, wie massiv der Euro-Schweizer Franken jetzt wieder hochgelaufen ist. Wir waren ja hier unten im Tief bei ähm, 1.06, beziehungsweise im Moment, wir müssen mal runtergehen hier bei 1.05 unten und dann ging es plötzlich wieder ziemlich stark zur Oberseite zu. Mal schauen, wo die Notenbank hier die Reißleine zieht. Wir haben es ja gesehen, ähm, beim letzten Mal war es oben irgendwo das Level um die 1.10, ähm, wo es hier dann wieder Deutlicher nach unten ging. Jetzt haben wir das nächste Widerstandslevel hier oben liegen bei 1.11 knapp 70. Also, es bleibt hier sehr 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 spannend, würde mich nicht wundern, äh, wenn es da nach der Notenbank etwas heißer entsprechend zur Sache gehen kann. Das dazu und dann schauen wir auf den Nasdaq, das hatte ich ja auch schon gesagt, das Thema Nasdaq ist ja ähm, immer noch ein Index, äh, wo man wirklich äh, gerne und oft die Long Seite sieht und ich hatte ja gestern ein paar Worte zum Nasdaq gesagt, äh, gerade in dem Stundenchart, wer das äh, nicht mehr im Kopf hat, gerne gestern mal also die Aufzeichnung von gestern schauen. Wir haben das Ganze ja hier auch noch drinnen liegen. Wir haben hier oben um die Marke von 13.000 knapp 177 in wichtigen Widerstand liegen. Das ist das eine. Ja, das andere, was wir haben, ist: Wir sind übergeordnet sowohl auf Tagesbasis. Moment hier an dieser Stelle. Sowohl auf Tagesbasis. Moment, ich auch das zeichne ich gerne mal ein. Die Tagesbasis ist abwärts gerichtet. Ich sage mal so schön, das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass da die Kuh, die Eis die, die, die Kuh noch lange nicht vom Eis ist. Der Markt ist runter. Ähm, ich meine, ich sehe das auch so, ähm, dass wir durchaus jetzt starke Übertreibungen haben durch die ganze Zinssituation ja an dieser Stelle. Ähm, und was ich hier an dieser Stelle auch sehe, ist, ähm, dass wir durchaus gute Chancen haben zur Oberseite reinzulaufen hier an dieser Stelle. Also ich zeichne das nochmal mal ganz kurz ein, was ich hier durchaus bilden kann. Schaut mal hier. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und hier oben die Nackenlinie. Das ist eine inverse schulterkopf schulterformation Die ist aber, Leute, die ist noch nicht fertig. Ja? Und ähm, jeder, der hier versucht, in die Long-Richtung zu traden, versucht halt momentan gegen den Markt zu traden. Ja? Und das kann man probieren. Das wird auch nicht selten belohnt. Nur aus meiner Sicht heraus ist es noch zu früh und ich gehe jetzt noch mal ganz kurz darauf ein, was ich gestern auch gesagt habe. Hier war entsprechend eine Range auf der Unterseite der leichte Boden um die 13.015, 13.020 hier in diesem Drehbereich. Oben der Deckel. Der Trend ist allerdings abwärts gerichtet. Und was wir im Nasdaq momentan immer wieder sehen, höhere Kurse werden entsprechend zum Verkauf genutzt. So, und wenn wir uns das Bild mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, auch hier sehen wir, der Abwärtstrend ist hier definitiv weiter ähm, intakt. Und wir sehen einfach hier den Abverkauf, den Fortgang dieser Abwärtsdynamik auch. Ne? Und auch hier ähm, hat sich der Markt schon versucht zu stabilisieren. Dann kam wieder das Thema Zinsen auf, Boom! Ging zur Unterseite rein. Was haben wir jetzt? Den Nasdaq unten rein hier Richtung dieses Auffanglevels um die Marke von 12.725 Zählern. Das ist mal auf der Unterseite der nächste Auffangbereich. Hält der nicht? Ist der Weg erstmal frei hier unten rein bis in die Richtung 12.288, was das Zwischentief hier ist? Da ist nicht wirklich viel, was aufhält das heißt dann haben wir hier die fortsetzung äh, des trends und für diejenigen die mit diesen kleineren linien nicht so gut zurechtkommen äh, nehme ich jetzt noch mal ganz kurz das zeichenwerkzeug um mal aufzuzeigen äh, wie hier die aktuelle lesweise entsprechend ist und das ist halt etwas das zeigt uns ziemlich früh äh, auch einen stimmungswechsel an aber momentan gibt es den stimmungswechsel noch nicht. Ne? das heißt schaut euch das mal an was wir hier haben. Im ganz ganz großen Bild. Ja? Also, hier ähm, das Gezacker ist natürlich oben da, aber hier, schaut mal, runter, rauf, runter, rauf, runter. So, das ist mal der Abwärtstrend, der da ist. Und das, was wir jetzt hier momentan sehen, ist: schaut mal hier, das hier ist die Gegenbewegung, die Korrektur dieses Abwärtstrends. Und ganz klar, das rede ich nicht ab, ja? das ist auch da. Wir haben hier schön einen Aufwärtstrend. Ne? Der ist da, der hat sich nach oben geschlängelt. Wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs, alles schick. Aber was jetzt gekommen ist und das ist halt einfach das Zeichen, dass der Markt dort nach oben äh, noch nicht bereit ist: Abprall von diesem Widerstand, Trendbildung und Herausnahme dieses Aufwärtstrends. Dann hatten wir hier schön die Gegenbewegung gesehen und hier Abwärtstrendbildung. Zack. Und das ist das, was wir momentan sehen. Der Abwärtstrend ist intakt. Auf allen Zeitebenen, die wir uns jetzt angeschaut haben, geht der Markt nach unten. Und deswegen ist hier eher die Unterseite zu favorisieren. Interessant wird jetzt sein, was hier unten passiert. Die Marke von, äh, von 12.200, äh, 725 hier. Das ist etwas, da würde ich mich mal, wer das ganz kurzfristig traden möchte, auf die Lauer legen, weil das war hier immer wieder ein gutes Kauflevel. Ne? Hier drauf, hoch, drauf, hoch. Wartet mal, ich nehme mal kurz die, die Zeichnung raus. Hier, schaut mal, an dieser Stelle. Unten, also oben wird immer verkauft, unten gekauft. Hier drauf, hoch, rauf, hoch, rauf, hoch. Jetzt sind wir auf dem Weg dahin wieder. Wenn wir hier tatsächlich den Abprall nach oben bekommen, haben wir gute Karten, auf die Oberseite raufzulaufen. Und wenn wir uns da mal den letzten Bewegungsarm anschauen wollen, das ist ja das, was hier unten reingelaufen ist, das ist dann das Interessante. Das schauen wir uns mal kurz im 5-Minuten-Chart an. Da sehen wir jetzt hier so eine Art kleine Bodenbildung. Und wir sehen hier oben. In diesem Bereich hier oben da haben wir leicht einen Deckel drauf. So, und wenn dieser Deckel jetzt tatsächlich nach oben wegfliegt, dann haben wir gute Karten, nach oben weiterzulaufen. Und das, was wir jetzt hier sehen, Moment, ich lösche mal kurz die Linien hier raus. Die brauchen wir jetzt nicht, nämlich auch nicht in der Farbe, wie sie sind. Was wir hier brauchen, ist das hier oben. Und da sehen wir, das ist mal der Abwärtstrendverlauf, den wir hier haben, mit seinen ganzen Schwingen, mit den größeren und mit den kleineren. Und wenn wir das im Kurzfristbereich mal sehen wollen, wenn wir tatsächlich hier über die Marke von knapp 12.850 Punkten steigen, so, also hier oben über dieses Level drüber, dann haben wir Chancen raufzulaufen. Erstmal hier der Fortsetzungsbereich von diesem Trend, den wir hier haben, also auch hier, Moment, schaut mal hier. Da hat sich der Trend fortgesetzt. Dieses Level, das wäre mal das erste interessante Level hier an dieser Stelle. Ähm, die Marke grob um die 1895. Ja, da laufen wir auch Richtung 1900 dran. Richtige runde Marke. Dann weiter im untergeordneten Bereich hier. Dieses kleine Level um grob die Marke von 1930. Und dann haben wir hier oben das größere Zwischenhoch bei 1963, 64 rum. Das ist auch hier. Der Verkaufsbereich, das sind wichtige Level. Und das nächste, was wir haben, wir schauen uns hier den 5-Minuten-Chart an. Also durchaus Bewegungen, die von der Größe auch in den Tag reinpassen. Hier knapp die Marke von 13.000 Punkten. Das sind natürlich wichtige, gute Anlaufpunkte zur ähm, Oberseite rein und das Ganze können wir wirklich sehr, sehr schön sehen, äh, wie wir hier möglicherweise eine Gegenbewegung sehen. Und da würde ich auch sagen, sollten wir beispielsweise hier an dieser Stelle leicht sinkende Renditen sehen, äh, bzw. Äh, Zinsen in den USA, gehen wir nochmal kurz auf die Bonds. Das ist immer dann der Fall, äh, wenn hier die Kerzen, zum Beispiel in den Tenure Notes, die wir da haben, ähm, wenn wir Dort äh, sozusagen. Die Kerzen so sehen, dass wir hier quasi weitere Anstiege sehen. Ja, das wäre gut. Das ist dann auch das, dass wir sehen, hier gehen die Zinsen nicht höher, also nicht über diese 1,62, sondern gehen vielleicht runter auf 1,60 oder ähnliches. Der Markt ist da ja momentan sehr, sehr sensibel. Das könnte dann durchaus kurzfristig mal so den Druck zur Oberseite bringen und das Ganze hier an dieser Stelle dann mit zu sehen. Also, das geht relativ gut von der Trade-Planung her. Also, es ist sehr, sehr interessant zu sehen. Was hier passiert, wenn wir hier über die 12.800, ähm, ja, knapp 50 Punkte Marke steigen, haben wir durchaus Chancen, so ein bisschen oben reinzulaufen und in die Korrektur dieses letzten deutlichen Abwärtsschubs ein bisschen reinzugehen. Wundern wird es mich nicht. Die Schwankungsbreiten, die wir hier momentan sehen, sind entsprechend definitiv auch hoch genug. So, gut, alles klar. Was haben wir denn noch, ähm Fragen haben wir momentan keine zu den Währungen oder zu den Indizes. So muss ich mal ganz kurz schauen. Nee, haben wir nicht. Fragen. Nee, keine Wunschmärkte mehr. Gut. Um, hier habe ich noch eine persönliche Nachricht bekommen, da gehe ich dann nachher drauf ein. Ähm, ansonsten würde ich sagen, haben wir das zunächst erstmal durch. Wenn keine Wunschmärkte ähm, an dieser Stelle äh, da sind, äh, dann sage ich mal, schauen wir hier äh, natürlich direkt auch relativ gespannt auf das, was wir heute im Laufe des Tages sehen werden, ähm, was möglicherweise der ein oder andere Notenbanker bewegt, was die Schweizer Notenbank entsprechend bewegt und was die Märkte äh, ja heute so auf, äh, aus dem Tage machen. Wenn wir noch mal ganz kurz auf den DAX im Hintergrund auch schauen wollen, äh, hier an dieser Stelle, da sehen wir es auch, er hält sich auf relativ hohem Niveau äh, unser DAX, also das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier nicht deutlich auch die Abwärtsspirale sehen, die wir beispielsweise auch beim NASDAQ sehen. Ähm, von der Seite her bleibt auch das gespannt, durchaus Chancen zur Oberseite raufzulaufen, Richtung ähm, der alten Hochs, durchaus kurzfristig interessant, wenn der Markt hier, der DAX, unter die Marke von 14.500 Punkten fällt haben wir allerdings erstmal wieder ein bisschen Platz unten charttechnisch so rein in die Marke von 14.400 Punkten. Also da bleibt doch einiges an Bewegungspotenzial da. Das heißt, auch dort macht es wirklich Sinn, den Trade zu planen und den Plan zu traden. In diesem Sinne allen einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns und sehen uns morgen früh wieder um 8.30 Uhr, dann mit dem Blick auf die großen Indizes. Wir schauen morgen auch mal noch auf das Thema ähm, Inflation. Diese Sau wird ja weiterhin durchs Dorf gejagt. Da möchte ich mal noch einen kleinen anderen Einblick in diese Richtung klingen. Nämlich das Thema ähm, der, der Inflation, von welcher Basis aus das Ganze startet. Ähm, das ist nämlich auch ein interessanter Blickpunkt zu sagen, ist es denn jetzt wirklich so schlimm, was wir sehen, wie viele das sagen? Ähm, oder ist da im Kopf einfach nur ein völlig falscher Bezugspunkt drin? Da reden wir morgen drüber, nachdem wir die Charts besprochen haben. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Jetzt, wer es noch nicht gemacht hat, bitte Nochmal auf den Like-Knopf klicken oder drücken. Ich sage danke dafür und bis morgen um 8.30 Uhr live und exklusiv wie immer hier bei Ticken. Bis dahin. Tschüss.